Veränderung ist nur eine Entscheidung, sinngemäß, statt das hier so drin. Und rückblickend kann ich sagen, ja, es ist nur eine Entscheidung. Guten Morgen. Erstmal ein Tee auf euch. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert hier. Das ist mein eigentliches, wie soll ich sagen, mein eigentliches Mikrofon für Messen. Wenn ich unterwegs bin, Lavalier-Mikrofon, kann ich euch mal kurz zeigen, da ist so eine kleine Verbindungsstrecke dran. Und die andere Empfängerstrecke, die ist am Handy dran, mit dem ich gerade filme, weil mein Vlog-Equipment ist nämlich noch nicht da. Ich habe aber gedacht, lieber unperfekt starten, als perfekt zu zögern. Deshalb fange ich jetzt einfach mal an. Ich werde euch ein bisschen durch den Tag mitnehmen. Denn gestern habe ich schon die ersten Videos aufgenommen, wo ich einfach rückblickend den November, den Dezember und den Januar nochmal durchlebt habe durch meine Notizen. Ich habe euch Drohnenvideos dazu hinzugefügt, dass ihr euch das Ganze nochmal anschauen könnt. Wir sind ja seit ein paar Monaten auf Mallorca und nicht in Deutschland. Und in den letzten Videos erfährst du, warum wir überhaupt aus Deutschland abgehauen sind. In dem Video heute werde ich dich einfach ein bisschen mit dem Türchen Tag nehmen. Ne? Wie du schon gesehen hast, ich habe jetzt einen Brennnesseltee gemacht und heute steht noch an Sport machen, denn ich möchte ja ein bisschen grundlegend meine ganze Muskulatur, mein körperliches Empfinden wieder aufbauen, bevor ich in Deutschland wieder voll ins Fitness-Game einsteige. Das ist nämlich notwendig, um die Stützmuskulatur ein bisschen zu stärken. Und wie du siehst, ich habe noch nicht mal richtig rausgefunden, wie man hier mit Licht arbeitet, aber das ist nicht schlimm. Ja, dann werde ich euch ein bisschen die Finca zeigen, wo wir wohnen auf Mallorca. Wir sind ja hier auf 10.500 Quadratmeter. Die gehören nicht uns. Wir wohnen hier zur Miete in einer kleinen Casita, in einem Gästehaus. Und die Casita und die Hauptfinca stehen auf 10.500 Quadratmeter. Und hier wohnen auch ein paar Tiere, also 5 Hühner, 5 Katzen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und kommentiere fleißig. Ich muss ehrlich sagen, wir haben hier Inselzeitung. Hat mich erstmal überrascht, als wir hingekommen sind, dass es eine deutsche Zeitung gibt, wo steht Inselzeitung. Also es ist wirklich eine deutschsprachige Zeitung. Und hier ist aber was Interessantes drin, das wollte ich mit euch teilen. Denn hier ist ein kleines Bild drin, da steht drauf, Veränderung ist nur eine Wahl entfernt. Total interessant, weil bevor wir abgereist sind aus Deutschland, habe ich mir natürlich auch viele Gedanken gemacht. Kann ich das? Darf ich das? Wie bin ich versichert? Kann ich mir das leisten? Kann ich Annika mitnehmen? Was passiert? Müssen wir unseren Job kündigen? Können wir den pausieren? Im Endeffekt haben und mussten wir ihn auch komplett unterbrechen, beziehungsweise abbrechen, also kündigen. Sonst hätten wir diese Zeit nicht rausgehen können. Natürlich hätte man den Job auch pausieren können, aber dann weiß natürlich der Arbeitgeber auch nicht, kommen die beiden überhaupt wieder? Kann ich überhaupt planen? Berechtigterweise. Wir kommen natürlich wieder, weil wir haben noch eine Wohnung bei uns in Bayern. Da gehen einem aber auch einige Gedanken durch den Kopf, bevor man abreist. Also bevor man wirklich jetzt die Sachen zusammenpackt und losfährt. Das bedeutet schon, dass man so ein bisschen planen muss. Wie lange bleibe ich weg? Fahre ich mit dem Auto? Fahre ich mit der Fähre übers Wasser? Fliege ich mit dem Flugzeug? Und das muss schon alles durchdacht sein. Wie bin ich versichert? Bin ich in Deutschland versichert? Bin ich im Ausland versichert? Wir haben uns jetzt zum Beispiel eine ADAC-Auslandskrankenversicherung gebucht für 3 Monate. Für 4 Monate. Und haben die sogar nochmal um 2 Monate verlängert, weil wir mit dem Gedanken spielen, wenn wir in Deutschland waren, gleich nochmal abzureisen, nochmal woanders hinzugehen. Ob das so sein wird, wirst du sehen. Wir nehmen dich auf jeden Fall mit in diesem Video mit. Ja, Veränderung ist nur eine Entscheidung, sinngemäß, statt das hier so drin. Und rückblickend kann ich sagen, ja, es ist nur eine Entscheidung, weil viele sagen, ich würde auch gern mal ein paar Wochen, ein paar Monate weg. Und deshalb kann ich dir sagen, mach dir ungefähr einen Plan, wie lange du weg sein willst und durchdenke das. Stell dir Fragen wie bin ich versichert, wie finanziere ich das, wie lange bin ich weg, was passiert, wenn ich wiederkomme oder kommst du überhaupt wieder oder kündigst du deinen Job und sagst, so Leute, ich bin jetzt mal raus. Sei natürlich darüber bewusst, dass wenn du kündigst, zumindest ist es in Deutschland so, hast du erstmal eine Sperrfrist, das heißt, du kannst dich nicht bei deinem Arbeitsamt melden und sagen, jo Leute, ich brauche jetzt Kohle, weil du hast ja selber gekündigt. Das heißt, du kannst danach erstmal selber dir einen Job suchen.
Also wir mussten kündigen. Wir wurden nicht gekündigt und dementsprechend, ja, sind wir quasi frei, sind jetzt aber auch selbst im Zugzwang, uns Kohle zu beschaffen. Interessantes Neues bei uns im Leben. Und da wächst man aber rein und wir sind jetzt schon seit 4 Monaten am Reisen und ich bereue keinen einzigen Tag. Veränderung ist nur eine Wahl entfernt. Nur eine einzige Entscheidung. Dann verändert sich dein Leben. Ganz ehrlich, diese 3 Monate, die sind so schnell vergangen. Wir dachten uns, so losgefahren sind, boah krass, 3 Monate frei. Aber diese 3 Monate, die haben sich angefühlt wie 3 Wochen. Vor allem, wenn wir nur einen halben Dezember, was sagst du? Eine Rede mit der Katze. Die sind nicht reingekommen, gerade durch die Tür. Und hat sie aber hier bequem gemacht. Diese 3 Monate, die haben sich angefühlt wie, ja, wie 3 Wochen. Wir waren ja im Dezember. Weihnachten waren wir gar nicht hier. Wir waren ja in Deutschland. Und dementsprechend waren wir schon den halben Dezember gar nicht in Spanien. Aber, ja, wenn man dann beschäftigt ist, hier und da mal arbeitet, mit dem Laptop, da in der Sonne sitzt und Podcast schneidet und dann was aufnimmt und dann der nächste Termin und dann hier Absprachen und dann bist du da nochmal auf dem Motorradrennen in Valencia und dann fährst du hier und fliegst nach München zum Konzert und zum Weihnachtsmarkt und Weihnachten und dann ist die Zeit ganz schnell vorbei. Fazit, ich bereue keinen 10 Tage, dass ich hier bin. Ich würde sie das halt wieder machen. Und wir kommen auch wieder. Und zwar im Juli. Da kommen wir nochmal für, ich glaube, 2-3 Wochen wieder und von Mitte Oktober bis Mitte November. Dann nehme ich euch natürlich auch gerne wieder mit. Wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich euch sie beantworten. Das ist Bonnie. Bonnie ist eine von 3 Katzenbabys, die hier einfach aufs Grundstück gesetzt wurden, als wir angereist sind. Ja, und die hat die Hausbesitzerin einfach aufgenommen, weil die so eine herzensgute Dame ist. Und ja, Bonnie liebt jetzt hier. Und weil sie so kuschelig ihr Buschel hier ist, nennen wir sie einfach der Buschler. Jetzt kannst du den Buschler haben. So, ich habe euch ja gesagt, dass ich euch ein bisschen mitnehme, wie ich so arbeite, wie mein Tag so aussieht. Und ich habe jetzt gleich ein Kennenlerngespräch mit einer Zahnärztin. Und die hat sich über meinen Kalenderlink einen Termin bei mir gebucht und hat gesagt, lass uns mal kennenlernen. Ich habe da, glaube ich, eine coole Story für einen Podcast. Die sind beide sehr jung. Sind, glaube ich, in meinem Alter, sind, glaube ich, 2-fach Eltern und die wollen darüber sprechen, wie so ein Alltag als Zahnarzt, Zahnärztin, auch als junge Eltern funktionieren kann. Und darüber werden wir uns nicht unterhalten. Ich habe hier so mein Buch, ne, da mache ich mal meine Notizen, wieso das Gespräch verlaufen ist, worüber wir gesprochen haben. Dann gucken wir meistens, ist das ein Thema? Können wir darüber einen Podcast machen? Wann nehmen wir das auf? Wie bereiten wir das vor? Worum möchtet ihr sprechen? Was habt ihr davon, im Podcast zu sein? Ja, und dann geht's schon los, ne? Dann wird ein Mikrofon versendet. Also wir versenden tatsächlich Podcast-Equipment. Das zeige ich euch gleich nochmal, wie das bei uns aussieht. Und dann hat mein Gast ein professionelles Podcast-Equipment, hat ein Thema, was ihn sehr begeistert und ihn auch vielleicht als Unternehmen oder im besten Fall als Unternehmen weiterbringt. Und ich habe einen coolen Gast bei mir im Podcast gehabt. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht, wie ich arbeite, beziehungsweise wie ich hier auf Mallorca arbeite und wie ich so mein Setup aufgebaut habe. Hier ist auf jeden Fall ein Stativ für die Kamera. Das ist ein Rode NT1 USB-Mikrofon. Das war so das eines der ersten Mikrofone, die ich jemals benutzt habe und jemals gekauft habe. Damit komme ich super gut zurecht. Ich habe echt viele Mikrofone ausprobiert. Das wird meine Audio-Eingangsquelle sein, meine Audio-Ausgangsquelle, also meine AirPods, die habe ich in den Kopfhörern drin. Ja, und dann geht's auch schon in den Zoom-Call rein, worüber wir quatschen. Also jetzt hast du ein bisschen behind the scenes gesehen, wie es bei mir am Arbeitsplatz aussieht auf Mallorca. Und ja, ich warte jetzt auf meinen Gast, der gleich den Zoom-Call betreten wird. Und die beiden haben sich den Termin über meinen Calendly-Link, also über einen Online-Kalender, gebucht. Haben gesagt, Miguel, ich habe eine coole Story, lass uns mal kennenlernen. Ja, und auf die beiden warte ich jetzt. Ich habe die beiden noch nie gesprochen und ich finde es immer super spannend, neue Menschen kennenzulernen und mit denen in Kontakt zu treten. Weil jeder hat irgendwie so eine Story, die er erzählen kann für ein Podcast-Format, die die Dentalbranche weiterbringt. Und ich bin sehr gespannt, was die beiden zu erzählen haben. Super windig, oder? Es ist trotzdem warm, aber windig. Aber ich möchte mich nicht beschweren, denn in Bayern liegt gerade Schnee oder es ist matschig oder kalt. Und eine dunkle Decke, also Himmeldecke, Wolken, so weißt du, was ich meine.
Heute steht doch eine ganze Menge an. Ich wollte Sport machen oder ich werde Sport machen, eher gesagt, weil es ist super wichtig für mich. Dann möchte ich für euch noch Videos drehen, wie die Finca hier aussieht. Dann habe ich noch einige Episoden nachzubereiten für einen Podcast. Ich habe ja ein paar Podcast-Agenturkunden, zum Beispiel die Sandra Rau, liebe Grüße, falls du zuschaust, der Abrechnungsfuchs, die hat jetzt ein Interview geführt. Das war jetzt ihr erstes Interview. Diese Episode werde ich nachbereiten, also schneiden, auditiv einstellen, Intro einfügen, Outro einfügen, Lied einfügen und so weiter. Und dann auch Vorschau-Videos erstellen für Social Media, ihr das zuschicken, damit sie einmal sagen kann, ja, ist cool, ist nicht gut, da bitte noch ein bisschen nacharbeiten oder ist einfach gut. Und dann lade ich das Ganze hoch. Und interessanterweise oder glücklicherweise ist sie nicht die einzige Kundin, die ich betreue, sondern ich habe auch weitere Podcasts, die ich bearbeiten darf. Unter anderem jetzt auch den Queens and Sons of Dentistry Crime Podcast von Daniel Urbart oder der Queens and Sons of Dentistry Neugründer Podcast von Daniel Urbart, der Dentale Themenwelt Podcast von Daniel Petku, mein Podcast, der Dentalwelt Podcast, da gibt es auch einen Dentalwelt Crime Podcast. Also es ist genug zu tun und ich nehme dich einfach nochmal ein bisschen mit in meinen Alltag. Ja, wie das manchmal so ist im Leben, dieser Call hat nicht stattgefunden, weil es ist einfach was dazwischen gekommen. Der Mann von der Zahnärztin ist krank geworden, jetzt darf sie sich um ihn kümmern, der hat Grippe, herzallerliebst kümmert sie sich jetzt um ihren Mann. Und ich find's gut, wenn jemand Bescheid sagt und sagt, hey, du, passt irgendwie gerade nicht, ist was dazwischen gekommen, lass uns das gerne verschieben. Und ja klar, da kann man sich jetzt darüber aufregen, dass man sich jetzt an den Computer gesetzt hat und ich wurde versetzt und ist alles doof und kacke und ich habe extra Zeit dafür eingeplant. Könnte ich mich jetzt so aufregen? Oder du guckst, was ist da Positives dran? Ich habe jetzt eine halbe Stunde mehr Zeit und deshalb habe ich jetzt Zeit, für dich Videos zu drehen, wie wir hier wohnen. Also viel Spaß, ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Cuando me tratas mal y sigues, cuando tú me traicionas con vaciles, hermosa pero tú, tienes como 10,000 perfiles, uno que me ames y otro que me olvide. La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues, cuando tú me traicionas con vaciles, hermosa pero tú, tienes como 10,000 perfiles, uno que me ames y otro que me olvide. Eres todo lo que yo soñaba. Ahora te quiero olvidar. Con tiburones ya no sé nada. Por eso ausente voy a estar. No me mereces, no me mereces. Con esa trampa otro peces. No es mucho lo que tú ofreces. Ella sabe lo que yo le doy. Ella es consciente de lo que pasa. Ya ni me le arrimo, aquí estoy. Siendo estrella, busca tú en la NASA. La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues. Cuando tú me traicionas con vaciles. Hermosa, pero tú, tienes como 10,000 perfiles. Uno que me ames y otro que me olvide. Quiere conocerme, pero no. Cree que me gusta con sexo en la habitación. Pero lo sé todo. Ja, wie du gesehen hast, wir haben hier das eine oder andere Tier bei uns und um die werden wir uns auch die nächsten 2 Wochen kümmern, weil der das Haus hier gehört, also all das hier, dieses Grundstück, dieses wunderschöne Grundstück, die ist jetzt dann einfach 2 Wochen im Urlaub und das heißt, Annika und ich werden auf die Tiere aufpassen und ja, die Hühner füttern, die Katzen füttern, wenn die Hühner ein Ei gelegt haben, die Eier da rausholen, können wir ein bisschen Eier essen, aber wobei Eier ist im Moment so ein Thema, ich habe mir nämlich vor 2 Wochen Blut abnehmen lassen. Und da waren meine Cholesterinwerte wohl nicht so gut. Und die haben gefragt, ob ich sehr viel Fleisch esse oder Alkohol trinke. Aber, wie du ja weißt, ich habe den ganzen Januar kein Zucker gegessen, fast kein Alkohol getrunken, also vielleicht ein Glas Wein oder sowas. Und meine Bauchspeicheldrüsenwerte sind wohl nicht so optimal. Und ich dachte mir so, ja, ich bin ja 30. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt irgendwie kurz vorm Sterben bin. Also muss ich da jetzt was machen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich, wenn ich in Bayern bin, mich wieder intensivst mit um meine Ernährung kümmern möchte. Also ja, wir werden dann demnächst hier auf die ganze Finca, auf all das hier aufpassen und dann nehmen wir euch natürlich auch noch mit. Und in fast 3 Wochen reisen wir auch schon wieder nach Deutschland ab. Okay, wo soll ich anfangen? Kein Sport zu machen, kann funktionieren. Macht uns aber nicht fit. Also wir können auch einfach keinen Sport machen. So, fangen wir erstmal da an.
Wenn wir aber in der Dentalbranche unsere Stützmuskulatur trainieren möchten oder möchten, dass wir einfach eine bessere Körperhaltung haben, dann brauchen wir Stützmuskulatur. Das heißt, unsere Core-Muskulatur, Bauchmuskulatur, unterer Rücken, dass sie einfach gerade sind, weil viele von uns, ich eingeschlossen, sitze in der Zahntechnik so, schief. Also ich habe einen runden Rücken und das ist nicht Sinn der Sache. Also eigentlich ist Sinn der Sache, dass wir gerade sind und auch so arbeiten. Aber in der Zahntechnik sitzen wir oft so. Und ganz oft, wenn wir am Handy sind, sitzen wir auch so, haben einen runden Rücken, einen runden Nacken. Wir müssen uns das vorstellen, in der Rückenmuskulatur oder der Stützmuskulatur, das ist so wie im Kiefergelenk auch oder in unserer Muskulatur generell, wir haben Antagonisten, also Gegenspielermuskulatur. Das heißt, die Gegenspielermuskulatur von dem runden Rücken ist quasi der untere Rücken. Das heißt, um diesen runden Rücken wegzubekommen und gerade zu sitzen, brauchen wir einfach Stabilität. Das heißt, wir werden jetzt unsere Stützmuskulatur vorne und hinten, also unsere Antagonistenmuskulatur, trainieren und zwar abwechselnd. Das mache ich dann immer so. Sit-Ups als für die Bauchmuskulatur und zum Beispiel Supermans, ich zeige euch das gleich, für die Rückenmuskulatur. Wir haben nämlich keine Hyper-Extensions da, wo man sich körperlich aufrichten kann. Deshalb müssen wir gucken, wie wir unsere Rückenmuskulatur, dass wir da den Muskeltonus, also unsere Muskelspannung erhöhen. Und dafür zeige ich euch jetzt ein paar Übungen. Des Weiteren für die Stützmuskulatur haben wir natürlich noch seitliche Bauchmuskulatur. Die bekommen wir durch Sit-Ups nicht so gut trainiert. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir nicht nur diese Muskulatur trainieren, sondern auch die an der Seite. Und das geht halt am besten durch solche Bewegungen. Dafür habe ich mir ein bisschen Gewicht besorgt. Wenn ihr jetzt keine 6,25 Liter Wasserflaschen da habt, könnt ihr auch einfach eine Sporttasche nehmen oder so einen Jutebeutel und ein paar Bücher reinmachen zum Beispiel. Wichtig ist, ihr habt einfach was zum Greifen, ihr habt ein bisschen Gewicht und das hat jeder zu Hause. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, also da gibt's keine Ausreden mehr. So, wir werden jetzt gleich ein bisschen Ganzkörper-Workout machen mit dem Fokus auf der Stützmuskulatur. Kniebeugen, Liegestützen, Sit-Ups, unterer Rücken, seitliche Bauchmuskulatur. Das sind die 5 Übungen, die wir machen werden. Und zwar machen wir immer 4 Sätze und zwar 12 Wiederholungen. Und fangen wir jetzt erstmal mit den ersten Übungen an. Ich mache euch das immer vor und wenn ihr möchtet, könnt ihr das zu Hause nachmachen. So, man sagt ja immer, man kann nicht so viel falsch machen beim Sport, bei Eigengewichtübungen kannst du dich zumindest nicht so extrem verletzen, wenn du jetzt noch zusätzliches Gewicht auf dem Körper hast. Aber es gibt bei Kniebeugen 2 wichtige Dinge zu beachten. Je weiter du stehst, desto mehr geht es in die Gesäßmuskulatur. Je weiter du zusammenstehst, desto mehr geht es in die Oberschenkelmuskulatur. Ungefähr hüftbreit hinstellen und du tust so, als würdest du deine Füße etwas nach außen drehen, also quasi deine Fersen nach innen, deine Füße nach außen, so bekommst du nämlich hier eine gute Spannung hin. Das heißt, wir gehen so runter, Rücken ist gerade, nicht rund, sondern gerade und richten uns auch so wieder auf. So, die nächste Übung, Liegestützen für die Menschen, die nicht so viel Körperspannung haben oder noch nie Liegestützen gemacht haben, gibt es eine Alternative, die ist ein bisschen leichter, die zeige ich euch auch. 2 Dinge zu beachten, wenn ihr Liegestützen normal macht. 1 Daumenlänge Abstand, das ist der Abstand, den ihr für Liegestützen braucht. Stellt sie hin und bitte die Ellenbogen nicht nach außen, sondern am Körper führen. Und dann wieder hoch. Ungefähr schulterbreit. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, tut euch den Gefallen, wenn ihr runtergeht, dass ihr eure Hände zum Brustbein bewegt. Weil je weiter ihr höher über der Schulter seid, desto mehr geht die Übung auch in die Schulter. Und je weiter sie unten ist, desto mehr geht es in den Trizeps rein. Weil wenn du es von der Seite guckst, je weiter unten du drückst, desto mehr drückst du hier in diese Trizepsmuskulatur rein. Je weiter oben du in Richtung Brustbein drückst, desto mehr, also es ist ungefähr hier diese Höhe, desto mehr geht die Übung auch in die Brust. Und je höher du drückst, desto mehr alles, was über Kopf ist, geht so in die Schulter. Unser Ziel ist natürlich bei einer Liegestütz, dass die Übung in die Brustmuskulatur geht und wir dadurch unsere Körperhaltung antagonistisch mit der Trapezmuskulatur und der Brustmuskulatur ein bisschen aufbauen können. Für die, die noch nie Liegestützen gemacht haben, da gibt es einen einfacheren Trick. Und zwar wieder schulterbreit mit den Händen. Ihr könnt die Beine überkreuzen, wieder Körper gerade und dann drückt ihr einfach so. Das heißt, ihr verkürzt dadurch euren Hebel, als wenn ihr komplett auf den Füßen wärt. So ist das Ganze natürlich noch anstrengender
weil ihr mehr Gewicht auf der Brustmuskulatur habt. Nochmal als Vergleich. Trotzdem Rücken gerade, also nicht rund. Kein Hohlkreuz. Gerade. So, kommen wir zu den ersten Übungen für die Stützmuskulatur. Das war jetzt natürlich Beine und Brustmuskulatur, was wir gerade gemacht haben. Wichtig ist natürlich, dass wir bei Kniebeugen zum Beispiel auch die Rumpfmuskulatur angespannt haben. Wenn man jetzt, so wie ich, länger keinen Sport gemacht hat oder das noch nie gemacht hat, dann weiß man nicht, wie man Rumpfmuskulatur anspannt. Und da kann ich euch jetzt einen Tipp geben, und zwar bei der nächsten Übung werdet ihr das ganz gut merken. Wenn wir jetzt Sit-Ups machen, da gibt es ja ein, zwei Tricks zu beachten, wodurch ihr die Bauchmuskulatur besser spüren könnt und auch dann bei Kniebeugen besser darauf achten könnt, die Rumpfmuskulatur anzuspannen. Wir legen uns erstmal ganz normal auf den Boden. Und dann gibt es da so eine Faustregel, und die heißt Faustregel, weil man die Faust braucht. Und zwar macht ihr zwischen dem Kinn und dem Brustbein einen Faustabstand. Und die verringert ihr niemals, wenn ihr hochgeht. Das heißt, die meisten machen Sit-Ups irgendwie so und rollen den Nacken ein. Und das hat ja mit der Bauchmuskulatur relativ wenig zu tun. Um die Bauchmuskulatur zu trainieren, müssen wir den Abstand zwischen unserem Brustbein und unserem Schambein verringern. Das heißt, wir müssen hier uns einbeugen, beziehungsweise ja doch die Bauchmuskulatur einbeugen. Und dafür ist es dann halt wichtig, diese Faustregel, diese Faustabstand zu halten. Achtet auf meine Bauchmuskulatur, beziehungsweise auf den Abstand von meinem Brustbein und meinem Schambein. Ich versuche mich da ein bisschen einzurollen. Okay, jetzt haben wir die Bauchmuskulatur trainiert und da wir antagonistisch trainieren, also die Gegenspielermuskulatur trainieren, brauchen wir auch noch den Unterrücken, den wir trainieren können. Und es gibt im Fitnessstudio so eine Übung, die heißt Hyper Extensions, da klemmt man sich so mit den Beinen rein und dann kann man sich so aufrichten. Das ist natürlich ideal, das haben wir jetzt hier nicht, das werde ich euch dann zeigen, wenn wir im Fitnessstudio sind, die werde ich wahrscheinlich auch machen. So ab März werde ich im Fitnessstudio sein, da kann ich euch das zeigen. Aber dieses Video ist ja dazu da, um einfach mit grundlegenden Mitteln, mit dem, was man zu Hause hat, zurechtzukommen. Und jetzt zeige ich euch einfach eine Übung, womit ihr dann trainieren könnt, um eure untere Rückenmuskulatur ein bisschen zu stärken, bevor man gar nichts macht. Also, wir legen uns auf den Boden, Gesicht auf den Boden, strecken alle unsere Gliedmaßen aus und dann heben wir unsere Arme und unsere Füße gleichzeitig an, halten das für 3 Sekunden und gehen wieder runter. Und wieder runter. Und dann wieder hoch, 3 Sekunden, 21. 22, 23, wieder runter. Für die 5. Übung, die wir vorhin besprochen haben, brauchen wir jetzt ein bisschen Gewicht. Das ist für die seitliche Bauchmuskulatur, wie ich schon besprochen habe. Also was haben wir jetzt gemacht? Kniebeugen, Liegestützen, Sit-Ups, Rumpfmuskulatur hinten, also die Rückenstreckermuskulatur haben wir trainiert. Jetzt brauchen wir noch die seitliche Muskulatur, damit wir alles so ungefähr ein bisschen abgedeckt haben. Dafür besorgen wir uns ein bisschen Gewicht. Wir müssen eine Hand, stellen uns wieder hüftbreit hin, gucken gerade. Jetzt haben wir natürlich keinen Spiegel, aber versucht euch einfach gerade hinzustellen. Haltet das Gewicht hier, Schultergürtel runter, also Schulter runter. Und dann versucht ihr auf der einen Seite so einzuknicken und wieder runter zu gehen. Dabei ist wichtig, dass ihr eure Beinmuskulatur, dass das jetzt hier nicht auch noch mit einknickt, sondern dass ihr einfach hier stabil steht und nur mit der Hüfte einknickt. Dann wechseln wir die Seiten. Und dann haben wir unsere Rumpfmuskulatur, die Beine, Brustmuskulatur, obere Schultermuskulatur bzw. hintere Schultermuskulatur alles so ein bisschen trainiert und haben grundlegend einfach mal den ganzen Körper trainiert. 10 bis 15 Minuten Arbeit pro Tag sollte jeder hinbekommen. Viel Spaß im Trainieren. Das sind jetzt natürlich nur so Mini-Basic-Tipps. Das sind 5 Übungen, die jeder zu Hause irgendwie machen kann. Das ist das, was ich mindestens mache, wenn ich Sport mache. Ich möchte mich nämlich jetzt etwas mehr vorbereiten auf das Fitnessstudio, wo ich dann wieder zum Training hingehe, weil ich einfach weiß, dass ich anders trainieren kann, dass ich anders aussehen kann, dass ich mich fitter fühlen kann. Das ist jetzt aber schon wieder ein paar Jahre her. Und dementsprechend werde ich mich dann mit Menschen zusammensetzen, die da wirklich Ahnung von haben, die einfach meine Körperfettanalyse machen,
Blutbild habe ich schon gemacht. Ich möchte nach 6 bis 8 Wochen einmal gucken, wie ist meine körperliche Verfassung nach 6 bis 8 Wochen gewesen. Nehme euch natürlich auf dieser Reise mit, zeige ich nochmal intensivere Übungen. Ich nehme euch bei meiner Anamnese quasi im Fitnessstudio mit, wo Profis mir sagen, guck mal Miguel, das und das kannst du beachten, das kannst du besser machen. Und ich kann euch jetzt natürlich nur Basics mit auf den Weg geben, die ich noch weiß. Aber wie es dann tiefergehend weitergeht, da nehme ich euch gerne mit. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wenn dir dieses Video gefällt oder dieser Kanal gefällt, dann würdest du mir eine große Freude machen, wenn du einen kleinen Daumen hoch gibst, das Video bzw. den Kanal abonnierst. Da verpasst du keine weiteren Videos und tust mir, ohne Geld aufzuwenden, einen Riesengefallen, denn dann weiß ich, dass ich mit diesen Videos auf dem richtigen Weg bin. Danke, dass du eingeschaltet hast und bis zur nächsten Folge.